Hallo, hier sehen Sie die wunderschöne Farbenvielfalt der GEWA Air Cello Etuis. Ich werde Ihnen die Handhabung der GEWA patentierten Schwebelagerung zeigen, die individuell verstellbar ist. Diese Schwebelagerung ermöglicht eine unkomplizierte Nutzung des Cello Etuis für verschiedenste Cellogrößen. Wichtig ist, die Schwebelagerung vor der ersten Benutzung des Etuis auf die Größe des Cellos einzustellen. Im Bereich des Halsstocks befinden sich zwei flexibel einsetzbare Polster. Diese müssen so fixiert werden, dass zwischen der Schnecke und dem Cello-Etui ca. 1 cm Luft am Kopfende entsteht. Um den Korpus zu fixieren, ist auf der Seite des Hauptgriffs an der Schwebelagerung ein Kunststoffschieber, der einfach mittels beidseitigem Klickverschluss zu verstellen ist. Falls die Einstellungserweiterung des Kunststoffschiebers nicht ausreichend ist, gibt es die Möglichkeit, die Schwebelagerung auf der anderen Seite mittels Klettband zu erweitern bzw. zu verkürzen. Das Cello wird immer zuerst mit dem Stachel unter der Schwebelagerung eingeführt und an der Halsauflage nach unten gedrückt. Dabei ist es wichtig, beim Hineinlegen sowie beim Entnehmen einen leichten Druck auf die Schwebelagerung auszuüben, so lange bis das Cello im Etui fixiert ist. Das Air Cello Etui bietet den besten Schutz für mein Instrument. Es ist ein vertrauensvolles, stabiles sowie stilvoll designtes Etui, mit dem sich mein Instrument gut transportieren lässt.